Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video und dieses Mal geht es um das Thema High Carb, Low Fat. Und ganz konkret soll es um das Video gehen von Simon Teichmann, welches er vor einigen Tagen veröffentlicht hat, in dem er doch die Carbs ziemlich stark kritisiert hat. Und darauf wollte ich ein bisschen eingehen. Es soll jetzt kein Hate-Video sein, sondern ganz klare, konstruktive Kritik, warum einige Aussagen, die er dort getätigt hat, eben nicht der Wahrheit entsprechen, beziehungsweise vielleicht hier und da einen kleinen Denkfehler mit sich bringen. Das Video an sich hatte ich nicht wirklich auf dem Schirm, aber einige Leute von euch hatten mich über Facebook oder über E-Mail angeschrieben gehabt, ob ich nicht mal eine Stellungnahme dazu nehmen kann. Und eigentlich mache ich sowas ja nicht, weil ich bekomme wirklich wöchentlich oder fast schon täglich Anfragen, ob ich nicht zu diesem Video oder zu diesem Artikel nicht eine Stellungnahme machen kann. Und das geht einfach nicht, weil jede Woche kommt ein neuer Artikel von irgendeinem Guru, der euch erzählen will, dass vegan das Beste ist, dass Paleo das Beste ist, dass Low Protein das Beste ist, dass High Carb das Beste ist. Und würde ich wirklich zu jedem dieser Artikel oder meinetwegen auch Videos eine Stellungnahme machen, dann würde dieser Channel nicht mehr Brozap Fitness, sondern Brozaps Stellungnahme Channel oder sonstiges heißen. Auf jeden Fall lasst uns auch direkt beginnen mit diesem Video. Und zunächst einmal muss ich ganz klar sagen, dass nicht alles, was Simon gesagt hat, falsch ist. Da waren auch viele Sachen dabei, die ich absolut unterstützen würde. Zum einen, dass diese China Study einfach Schwachsinn ist. Oder, dass der Cholesterinwert absolut gesehen nicht so entscheidend ist, sondern eher das Verhältnis zwischen LDL und HDL. Das hat er, glaube ich, nicht gesagt, aber er hat, glaube ich, gesagt, dass der Cholesterinwert, den man so setzt aktuell, der Gesamtwert, dass der nicht wirklich Sinn macht. Und da würde ich ihn auf jeden Fall unterstützen. Und auch hat er gesagt, dass man auf jeden Fall gesättigte Fettsäuren konsumieren sollte. Und er hat noch gesagt, dass sowas wie 80% Carbs, dass das eigentlich schwachsinnig ist. Und das ist für 99% der Menschen, ja, würde ich es genauso unterschreiben. Und ja, ich habe jetzt nicht alles aufgeschrieben, wo ich mit ihm der gleichen Meinung bin, aber das sind die Sachen, die mir noch im Kopf geblieben sind, wo ich sagen würde, okay, da sind wir auf einer gleichen Wellenlänge. Aber, wie gesagt, konstruktive Kritik, das heißt, ich habe auch an einigen Punkten was auszusetzen. Fangen wir auch direkt an mit der Kritik, und zwar Punkt Nummer 1, Definition. Was heißt denn überhaupt High Carb, Low Fat? Oder was heißt Low Fat? Bedeutet Low Fat 1 Gramm pro Kilogramm oder 2 Gramm pro Kilogramm oder 0,5 oder nur 10 Gramm am Tag? Seht ihr, wenn man das Ganze eben nicht definiert, dann kann man nur schwammige Aussagen treffen. Man kann dann nicht sagen, okay, 10 Gramm sind zu wenig, weil das wären am Tag definitiv zu wenig Fette, dauerhaft gesehen. Aber wenn der andere eine Definition hat von 2 Gramm pro Kilogramm und das Low Fat nennt, dann macht das alles keinen Sinn. Deswegen muss man unbedingt, wenn man so ein Video macht, auf jeden Fall direkt mal definieren, was heißt denn überhaupt High Carb, Low Fat. Zweite Kritik, Korrelation ist nicht gleich Kausalität. Das ist extrem wichtig und deswegen habe ich das auch in Rot geschrieben mit einem Ausrufezeichen, damit wirklich jeder versteht, das ist wirklich ernst und wichtig und das sollte man sich wirklich merken und irgendwo tätowieren. Keine Ahnung, auf dem Rücken oder sonst wo. Was bedeutet das Ganze? Ganz einfach. Das bedeutet, dass wenn etwas korreliert, es nicht der Grund sein muss. Ganz einfaches Beispiel. Im Sommer gibt es mehr Mörder. Das könnt ihr alle nachlesen. Und im Sommer wird auch mehr Eis verkauft. Das könnt ihr auch alles nachlesen. Und jetzt hat man eine Korrelation. Das heißt, die Menge des verkauften Eises geht hoch. Die Anzahl der Mörder geht hoch. Korrelation. Und jetzt, wenn du hingehst und sagst, Korrelation ist gleich Kausalität, dann sagst du aber, der Grund, warum die Leute andere Leute umbringen, ist Eis. Ja, weil das ist ja eine Korrelation und das heißt ja, das ist der Grund. Und das macht ja gar keinen Sinn, das erkennt ja wirklich jeder. Und das Gleiche ist auch mit den meisten Studien über Weizen, über Zucker etc. pp. Da wird einfach Korrelation gleich Kausalität gesetzt. Und das ist einfach falsch. Und das Eisbeispiel sollte dir ganz genau erklären, warum. Überleg doch einfach, Leute, die Weizen konsumieren, sind meistens nicht so gesundheitsbewusst. Deswegen ernähren die sich vielleicht ein bisschen schlechter oder machen weniger Sport oder essen weniger Ballaststoffe oder. Der wahre Grund, warum Leute, die Weizen zu viel konsumieren oder Zucker zu viel konsumieren, diverse Krankheiten bekommen, muss nicht unbedingt Zucker oder Weizen sein, sondern kann irgendwo anders liegen. Als Beispiel, wenn Veganer mir irgendwelche Studien zeigen, dass sie irgendwie länger leben, weil sie vegan sind, und dann ich in diesen Studien lese, okay, es wird die vegane Population gegen die normale amerikanische Population verglichen, dann kann ich sagen, das ist das schlechteste Studienmodell, was man sich überhaupt nur ausdenken kann. Amerikanische Standardpopulation macht null Sport, isst einfach die ganze Zeit nur Crap,
keine Mikronährstoffe, keine Ballaststoffe, keine Bewegung. Und dann nimmt man eine Bevölkerungsgruppe, vegan, die meistens sehr aktiv sind, entweder machen sie Sport oder wenigstens Yoga oder sonst was, die meistens genug Ballaststoffe bekommen, die meistens genug Mikronährstoffe bekommen, die meistens genug alles bekommen, ja, vielleicht ein paar Defizite hier und da, aber die kann man auch mit Supplementen gut gegensteuern. Auf jeden Fall informieren diese Leute sich doch viel mehr über die Gesundheit. Und vielleicht liegt es deswegen, dass die Veganer länger leben als jetzt als die normale amerikanische Grundbevölkerung. Und deswegen ist es extrem wichtig, dass man eben ein Verständnis entwickelt und diese ganzen Studien, das wäre jetzt eine offensichtlich schlechte Studie, aber es gibt auch nicht so offensichtlich schlechte Studien, dass man die wirklich erkennt. Und dafür braucht man Verständnis. Verständnis, Verständnis, Verständnis. Und dann muss man hingehen und diese verdammte Studie von oben bis unten durchlesen. Nicht nur Summary durchlesen. Weil ich kann jede Studie, die ich will, irgendwie beeinflussen, dass genau das rauskommt, was ich möchte. Beispiel, ich will beweisen, dass Snickers deine Leistung boostet. Stimmt zwei Bevölkerungsgruppen, also zwei Personengruppen meine ich, und dann lasse ich sie für 5 Tage fasten. Ja, die dürfen 5 Tage nur noch Wasser trinken und vielleicht ein Vitaminpräparat oder sonstiges. Und dann lasse ich sie einen Marathon laufen. Aber der anderen Gruppe gebe ich einen Snickers und den anderen nichts. Und jetzt könnt ihr alle mal scharf nachdenken. Welche Gruppe wird besser performen, bessere Leistungen erbringen? Natürlich die Gruppe, die Snickers gegessen hat. Aber es lag ja nicht am Snickers, sondern an der Energie in diesem Snickers, die die andere Gruppe nicht hatte. Ich kann aber in meine Studie unten reinschreiben, Snickers boostet Energie um 40% oder was auch immer, oder Leistung oder Geschwindigkeit oder Endurance, also Ausdauer. Also Leute, Kausalität und Korrelation ist nicht das gleiche. Wichtig. Und zu Zucker, jede verdammte Kohlenhydratquelle, die du am Ende isst, wird zu Glucose. Es ist egal, ob du jetzt Reis, braunen Reis, weißen Reis, roten Reis, grünen Reis konsumierst. Am Ende wird alles zu Glucose. Zucker an sich ist nicht so optimal, das habe ich auch öfter gesagt. Nicht wegen der Glucose, sondern wegen der Verbindung Fructose-Glucose. Das heißt, die Zutatenliste, ja, da müsst ihr drauf gucken. Wenn da Zucker steht, dann sollte man es eben nicht in Übermaß konsumieren. Aber hinten auf dem Energielabel, das heißt unter den Zutaten, steht auch oft, davon Zucker, und dann sind meistens kurzkettige Kohlenhydrate gemeint und darunter fällt auch Glukosesirup, aber Glukosesirup ist zum großen Teil eben Glukose und nur, glaube ich, zu 5% maximal Fructose. Und Fructose ist das, was die Probleme verursacht und nicht unbedingt Glukose. Und wenn die Leute jetzt mit Insulin zum Beispiel argumentieren bei der gleichen Kohlenhydratmenge, dann muss man sich auch an den Kopf fassen, weil überleg doch einfach mal. Wenn du hingehst und eine bestimmte Blutzuckermenge senken willst, weil das macht Insulin, dann brauchst du eine bestimmte Insulinmenge und die ist gleich. Egal, ob diese 70 Gramm lange brauchen, um in den Blutkreislauf zu kommen oder schnell. Die Insulinantwort netto gesehen, das ist der gesamte Ausschuss an Insulin, wird gleich sein, ungefähr. Und deswegen macht es auch keinen Sinn zu sagen, hey, ich esse jetzt nur noch braunen Reis, weil dann ist der Blutzuckerspiegel nicht so weit oben. Aber herzlichen Glückwunsch, dann ist er die ganze Zeit oben, ja, also nach der Logik. Also, wieder da auch ein bisschen nachdenken, und das dritte ist eben dieses Kwashiorkor, ich keine Ahnung, ob ich das richtig ausgesprochen habe, und er hat gesagt, dass das eben auftritt, weil die Leute nur Weizen essen oder wegen der High-Carb-Ernährung, zumindest kam es so rüber. Nur mal zur Richtigkeitshalber, die Krankheit erfolgt, wird verursacht wegen Energie und vor allem Aminomangel, weil dann gibt es einen Mangel an Albumine. Und dann wird eben Gewebsflüssigkeit in den venösen Kapillaren nicht so gut festgehalten. Für alle Leute, die es interessiert, Wikipedia einfach mal eingeben, Kwashiorkor. Der 4. Punkt auf meiner Liste ist Carbs erst seit neuestem. Das heißt ganz konkret, dass wir Carbs nicht so gut vertragen dürften, weil wir viel länger schon Fette und Kohlenhydrate essen und dementsprechend wir den Carb-Konsum doch ein bisschen einschränken sollten. Und das macht ja auch Sinn, evolutionstechnisch ist die Zeitspanne, in der wir Carbs essen oder in diesen Mengen Carbs essen, nichts im Vergleich zu dem, in der wir eben wenig Carbs gegessen haben, beziehungsweise viel Fett und viel Eiweiß. Und das Ganze macht ja auch Sinn, aber es gibt ein kleines Problem, der menschliche Körper kann sich in gewissen Richtungen extrem schnell anpassen. Stimmt schon, dass Evolution nicht in 10.000 Jahren passiert, aber siehe zum Beispiel Laktose. Ihr dürftet eigentlich alle keine Milchprodukte vertragen, also alle, die jetzt über 18, 19, 20 Jahre alt sind oder 21, dürften keine Milchprodukte vertragen. Warum? Ab einem gewissen Alter stellt der Säugetierorganismus, sag ich mal, die Laktaseproduktion ein. Macht ja auch keinen Sinn, warum sollte man ein Enzym produzieren, welches Laktose spaltet, wenn man eigentlich als Erwachsener, als erwachsenes Tier gar nicht mehr Milch konsumiert. Das wäre übelst die unnötige Energieverschwendung. Der Mensch hat es aber irgendwie geschafft,
vor allem die etwas hellhäutigeren, sage ich mal. Die haben früher so viel Milch gesoffen, dass heutzutage viele Leute einfach keine Probleme haben mit der Laktose. Aber es gibt auch viele Leute, die haben eben Probleme mit der Laktose. Und das liegt eben daran, dass sie das Enzym Laktase nicht genügend produzieren, beziehungsweise vielleicht auch gar nicht produzieren. Und dementsprechend auch immer Bauchschmerzen bekommen, Unverträglichkeiten haben bei Milchprodukten. Das zeigt uns, dass der menschliche Körper sich in manchen Richtungen extrem rasant entwickeln kann, vor allem was die Ernährung angeht. Ich glaube nicht, dass Kohlenhydrate an sich schlechter verwertet werden oder sonstiges. Macht ja auch keinen Sinn, weil der Körper eigentlich Glucose ziemlich wichtig findet. Und jetzt zum letzten Punkt, Carbs brauchen wir nicht. Das stimmt, wir brauchen von außen keine Carbs. Wir brauchen essentielle Fettsäuren und Aminosäuren und dann nichts mehr. Die meisten gesättigten Fettsäuren brauchen wir nicht mal, weil die können wir auch selber herstellen. Es wäre nur wichtig, das zu konsumieren, also zum Überleben, was wir eben selber nicht produzieren können. Und das wären einige Aminosäuren, das sind glaube ich 9 an der Zahl, und einige Fettsäuren, die wir auf jeden Fall konsumieren müssten, weil wir sie, wie gesagt, nicht wirklich produzieren. Natürlich auch einige Mikronährstoffe etc. pp. Aber der einzige Grund, warum wir keine Kohlenhydrate brauchen, ist, dass der Körper diese selber herstellen kann über die Gluconeogenese. Und das ist nicht ganz unvorteilhaft, sage ich mal. Also es hat Nachteile. Ihr könnt ja mal die Ketoazidose googeln, wenn euch das interessiert. Sonst wird das Video viel zu lang. Ist es bereits wahrscheinlich schon. Aber das könnt ihr mal googeln, falls euch das interessiert. Und ja, das sind eigentlich die ganzen Punkte. Vielleicht könnte man auch sagen, dass nur weil etwas nicht essentiell ist, heißt es aber lange noch nicht, dass es nicht vorteilhaft wäre, etwas zu konsumieren. Zum Beispiel, Carbs sind nicht essentiell. Genauso wenig ist es essentiell zu trainieren, aber es wäre dennoch vorteilhaft für den Muskelaufbau zu trainieren, wenn ihr versteht, was ich meine. Habe ich aber nicht aufgeschrieben, weil das ja eigentlich auch klar sein sollte. Das war's auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es war relativ informativ, sachlich, konstruktiv. Und yes, ansonsten wünsche ich euch wie immer einen sehr schönen Tag. Wenn dir das Video gefallen hat, Daumen nach oben, Fragen wie immer in die Comments. Und wir sehen uns im nächsten Video. Peace out.